Jo Leute, willkommen zurück zu Car Mechanic Simulator. Wir machen hier weiter mit der Karosserie. Und die konnte ich auch reparieren. Voll gut, ey. Dann hätten wir das ja beim letzten Mal eigentlich schon ganz schnell abschließen können. Allerdings hier, den muss ich glaube ich kaufen. Den habe ich nicht, den habe ich nicht. Karosserie, Teile laden. So, das ist für den Delray Imperator. Delray Imperator. Linkes Rücklicht. Da haben wir es doch. Sehr gut. 100 Euro? Hä? Oh nein, das war ja rechts. Verdammt. Das war ich irgendwie... Egal. Dann geben wir eben nochmal 100 Euro aus. Haben es doch. So, und jetzt ist es das linke Vorderlicht. Der Scheinwerfer. Ja. Und der... Hä? Den konnte er dann nicht reparieren. Hau mal den rechten auch noch dazu. Oh, die Stoßstange ging auch nicht mehr. Hallo? Ach, hier unten. Da ist sie ja. So, schauen wir mal rein, ob der alles drin hat. Karosseriezustand 91%. Ah, die hintere Stoßstange fehlt auch. Da ist sie. Ups. 100%. Boah, Wagenwert 85.000. Das ist ja fast das Doppelte, als wie wir den eingekauft haben. Wir haben den, glaube ich, so für um die 45.000 gekauft. Und da verzichte ich jetzt auch ehrlich gesagt aufs Lackieren, weil haben wir ja beim letzten Mal gesehen, das bringt nichts mehr. Gucken wir nochmal durch. Steht zwar hier auch, aber ich brauche die Bestätigung. Blub, fertig. Auto verkaufen. Natürlich. Boah, bin ich reich. 118.000. Ja gut. Wir hatten schon 123.000, aber die kommen ja jetzt dran. Der kann erstmal da hinten drauf. So, wo fangen wir an? Hallo? Ganz schön viel Rost hier drauf. 29 und 16. Und er hat 29 und 12. Dann nehme ich mir den hier zuerst, dass der zum Schluss dran kommt. Ja, ich fange direkt hier wieder an. Karosserieteile alle raus. Alle Karosserieteile raus. Wobei, da fällt mir gerade auf. Ich mach vielleicht erstmal die Karosserieteile hier. Ach so, ich wollte schon sagen. Hä? Was ist das denn? Wie komme ich denn da dran? Ey! Voll verpackt, ey. Ich mache erstmal die Karosserieteile ganz, wenn es geht, hier. Okay. Weil ich habe den Krempel beim letzten Mal noch nicht komplett verkauft. Habe ich nicht. Der Name der Sakura GT20. Sakura GT. Kofferraum einmal. Ah, das ging nicht mehr zu reparieren. Das ist jetzt das rechte Rücklicht. Beim letzten Mal ja total irgendwie falsch rechts und links gedeutet. Was ist das? Ach, guck mal, das ist eine Stoßstange, so hässlich. Aber das geht, das habe ich auch nicht. Oh, hier, die habe ich noch gar nicht rausgenommen. Habe ich denn hier vorne noch Teile? Ja, eben. Die kann ich auch noch versuchen zu reparieren. Ja, klar, ey. Hör doch auf, du. Okay, dann brauchen wir auch noch eine linke Tür. Ne, soll's kaufen. So, jetzt. Kotflügel links haben wir. Motorhaube brauche ich auch. Boah. So, den rechten Kotflügel. Genau.
War nur noch mal eine Bestätigung. Star. Ah, der Scheinwerfer ist ganz und der nicht. Das ist jetzt der linke. Die muss ich auch beide kaufen. Also hinten und vorne. Sieht voll scheiße aus, ey. Nur diese zwei Bubis da. Und hinten genauso. So war es damals halt, ne? So, und jetzt habe ich ja im Inventar... Ich mach mal nach Zustand komplett. Alles. Wir haben hier unten einige 100% Teile. Verkaufe erstmal den Schrott. Ich glaube, ich verkaufe alles. Guck mal, das gibt nochmal 10.000. Weil mich nervt das, dann fülle ich mir nur das Inventar auf mit 100% Teilen irgendwie. Ich weiß auch nicht, woher ich die habe. Boah, so eine alte Klitsche hier. Ja, dann mal los, auf ins Vergnügen. Ich glaube, hier war viel mit Schrauberei. Da bin ich auch mal gespannt, was der alles reparieren kann. Boah, krass. Voll krass, ey. So war die Technik früher. Aber ich habe auch Bock, so einen Oldtimer hier mal richtig aufzupimpen. Wir haben für den, glaube ich, irgendwas um die... Haben wir hier einen Wagenwert? Naja, so 16.000. 14.000, glaube ich, haben wir den geholt. Ja, kannst du auch schon mal rausnehmen hier. Hier ist der Lüfter. Oder der Kühler. Vor dem Lüfter. Oh, Alter. Aber die sind zum Glück sehr kurz, die Schrauben. Na komm, aber gehen irgendwie richtig doof. Ich bin so ungeduldig. Kraftstofffilter bitte mal weg. Hier der Anlass, da komme ich von oben dran sogar. Gucken wir mal. Oh, hier ist der Abgaskrümmer. Voll übertrieben. Mach doch nicht so viel da dran, ey. Ah, so ist das. So ist das eben. Komm schon. Nee, da komme ich noch nicht dran, weil hier vorne noch ein paar Sachen... Ah, da haben wir wieder das. Den Zündverteiler. Da muss ich wieder die blöden Klammern rausnehmen. Na? So, jetzt komme ich da dran. Das Teil selbst. Wo hängt er denn hier eigentlich noch? Ach, hier vorne. Erstmal den runter, dann den runter. Vor allem, der ist ohne Spanner oder Tragrolle, ne? Wie machen die denn eigentlich dann straff? Halt. Boah, daneben geklickt. Ah, das Steuergehäuse. Daran habe ich hier, das ist sogar noch eine Kette. Hier gibt es ein Kettenrad. Das hält die Spannung. Nockenwellen, Zahnrad raus. Oh, was? Willst du mich verarschen? Oh, da habe ich ja einen Bock drauf. Das ist viel. Ich will auch gleich die Zündkerze mit rausziehen, wenn ich schon einmal drüber gehe. Habe ich die schon wieder vergessen? Alter. Ja. Hallo? Genau. Erst einmal markieren und vielleicht mache ich das so. Nee, ist auch blöd, aber egal. Ich bin hier einmal im Fluss drin, im Rhythmus. So geht es ganz gut eigentlich. Man muss halt unterbinden. Muss gleich reinzoomen, dass der gar nicht von alleine rauszoomt ständig. Boah, Junge, Junge. Da wurde nicht gespart. Aber ich habe ja genug Vorrat. Glaube ich, zeigt es jetzt nicht, wo... Welchen Vorrat ich meine, den ich so witzig finde.
So, ich glaube, von oben war es das fast erstmal. Bremskraftverstärker, der hängt, glaube ich, irgendwie woanders dran, oder? Das ist hier nicht so ein Teil irgendwie hier an der Seite? So. Okay, raus. Ich hoffe, ihr hört es nicht, hier draußen weint ein Baby. Von der Nachbarin. Was heißt Baby? Keine Ahnung. Ein Baby ist es eigentlich nicht mehr, aber... sie ist ziemlich oft am Rumschreien, rumheulen. Kriegt immer ihren Willen nicht. So richtig zickig halt. So. Na, oh, Junge, dreh dich mal. Näher ran, genau so. Da hängt doch irgendwo noch eine... da. Oh. Ja. So, jetzt wieder runter. Und die Kolben, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, wie nervig. Ich hab's immer und dann drücke ich. Dann ist weg. Oh, den Filter hätte ich auch gleich lösen können, theoretisch. Aber nur theoretisch, habe ich nicht gemacht. Dafür jetzt. Ölfilter, boah, der war wirklich schon ganz schön mürbe. Mürbeteig. So, die Stange hier. Und einmal drehen. Oh, muss ich ja gar nicht ganz. Sehr schön. Hier, die ziehe ich auch gleich raus. Es geht immer so gut. Kriege ich gerade wahllos irgendwo hin, ist aber auch völlig egal eigentlich. Hier haben wir wieder die blöden Bolzen. Voll nervig, diese Bolzen. So, geh mal in den Tank. Erstmal den... die Benzinpumpe. Machen wir hier auch gleich weiter. Ich war eigentlich gerade am Motor beschäftigt, ich weiß, aber egal. Muss ja eh alles raus. Wenn wir das so machen, wie es mir gerade hier von der Kameraeinstellung her passt. So, Bolzen. Das meine ich, ey. Wieso zoomt der denn da immer raus? Bitte Escape. So, ich den Reifen abziehen. Die Felge. Ja, jetzt muss sie raus. Jetzt muss sie raus. So, das Bremszeug mache ich jetzt hier nicht. Und... ach komm, Escape. Das geht auch besser. Ich wollte nämlich noch das Getriebe rausziehen. Hier auf jeden Fall. Ja. Vielleicht kann ich ja den Motor noch entfernen. Hör doch mal auf immer. Guck doch da schon hin. Boah, wie blöd, ne? Jetzt bleibt er mal in dieser Einstellung. Kurbelwelle raus. Und die Felgen... hallo? Hallo? Felge? Mal eben so mit einem Arm drum gegriffen. Ich sehe zwar nicht genau, wo ich schrauben muss, aber passt. Hauptsache die Felge geht ab. Boah, die sehen echt schlimm aus. Richtig schlimm, ey. So, hier. Dann nehmen wir jetzt den Motorblock raus. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Nee. Da ist er. Und hier oben ist kein Bremskraftverstärker mehr drin. Okay, dann hätten wir ja alles. Brumm mich nicht so an. Habt ihr gerade was gesagt? So, Sattel. Ja, ob ich die noch repariert kriege, weiß er nicht. Bin stark mitgenommen aus. Alle Teile eigentlich. Aber der andere ist ja noch schlimmer. Der da auf dem rechten Heber steht. Der hat noch weniger
Prozent an Technik, glaube ich. Karosserie waren beide in etwa gleich. So, hinten ist leer. Komplett. Vielleicht erstmal mit den Lagerbuchsen hier anfangen. So, da hinten komme ich an die dran. Ja. Und die da oben. Gerade so im letzten Winkel. So, dann ziehen wir mal. Ach ja, die kann ich schon so raus. Die hier. So, weg damit. Ab dafür. Raus. Hm. Ja, dann nimm eben das hier. Ist ja auch egal. Jetzt kannst du die Spurstange nehmen. Den Kopf und die Spurstange meinte ich. So, die Bremse. Hier. Und. Nee, da hängt noch was dran. Ach, hier unten. Untere Querlenker. Glaube ich, hieß das Teil. Oh. Komm schon. Mach mal hier ein Schnellverfahren jetzt. Ich drück jetzt irgendwo hin und alles fällt auseinander. Kannst du eigentlich mit dem Hammer reinkloppen, so wie das aussieht hier. So porös vor Rost. Das sag ich dir, du. Sattel dich mal ab. Boah, wir haben es gleich. Komplett ausgeschlachtet. Geil, die Zahnstange, die hing als letztes drin. So, dann ist ja schön leer geworden hier das Teil, ne? Und hier mache ich aber mal einen Cut. Danke fürs Einschalten, bewerten bitte nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, haut drin, bis dahin. Tschüss.